Willkommen an Bord und herzlichen Glückwunsch zur Wahl von Touchless. Wir freuen uns, dass Sie unserer Community von Smart-Visitenkarten-Benutzern beitreten. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Kunden zu beeindrucken und sinnvolle Kontakte ohne unangenehme Momente herzustellen. Bevor Sie mit der Nutzung Ihrer Touchless-Card beginnen, möchten wir Ihnen eine kurze Präsentation geben, die sicherstellt, dass Sie Ihre Karte optimal nutzen. Wir verstehen, dass nicht jeder so gut mit der NFC-Technologie vertraut ist wie Sie, aber das ist in Ordnung. Mit Touchless sind Sie der Konkurrenz voraus. Unser Video zeigt Ihnen, wie Sie jede Situation mit Leichtigkeit und Anmut meistern. Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und machen Sie sich bereit, mehr über die aufregenden Möglichkeiten zu erfahren, die Sie mit Ihrer Touchless-Card erwarten. Lassen Sie uns jede Interaktion positiv gestalten. Bevor wir beginnen, ist dies die Inhaltsliste unseres heutigen Tutorials. Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie wir NFC zum Austausch von Kontaktinformationen verwenden können. Als erstes müssen wir sicherstellen, dass die Person, mit der Sie Ihre Daten teilen möchten, bereit ist, Ihre Karte zu scannen. Wenn Sie ein iPhone XS oder höher besitzen, können Sie loslegen. Entsperren Sie einfach Ihr Telefon und es ist bereit zum Scannen. Wenn Sie jedoch ein iPhone X oder älter oder ein Android-Gerät besitzen, müssen Sie die Funktion zum Lesen von NFC-Tags aktivieren. Wischen Sie dazu einfach vom oberen Bildschirmrand nach unten und suchen Sie nach dem kleinen NFC-Symbol. Wenn Sie es nicht finden können, müssen iPhone-Benutzer zum Einstellungskontrollzentrum gehen und Android-Benutzer müssen in den Einstellungen nach NFC suchen. Kinderleicht! Ja, Sie haben NFC auf Ihrem Smartphone aktiviert. Lassen Sie uns nun herausfinden, wo sich der NFC-Lesebereich befindet. Bei iPhones befindet es sich oben in der Nähe der Kamera. Aber denken Sie daran, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen müssen, um Kontakte auszutauschen. Bei Android haben die meisten es auch oben, aber einige haben es in der Mitte hinten. Suchen Sie einfach nach einem Licht, das Ihnen hilft, es zu finden. Das ist es. Wenn Sie versuchen, Ihre NFC-fähige Karte zu verwenden, aber kein blinkendes Licht zu sehen ist, machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind für Sie da. Versuchen wir ein paar Dinge, um diese Verbindung herzustellen. Als erstes prüfen wir, ob NFC aktiviert ist. Wenn nicht, ist es eine einfache Lösung. Zweitens stellen Sie als nächstes sicher, dass Sie Ihre Karte in der Nähe der NFC-Smartphone-Antenne platzieren. Bei iPhones befindet es sich oben und bei Android-Geräten versuchen Sie es oben, in der Mitte oder unten auf der Rückseite des Telefons. 3. Überprüfen Sie noch einmal, ob Ihr Telefon über Daten- oder Internetzugang verfügt. Wenn nicht, wird beim Öffnen des Browsers die Meldung nicht mit dem Netzwerk verbunden angezeigt. Keine Sorge, stellen Sie einfach eine WLAN-Verbindung her oder aktivieren Sie Daten für eine schnelle Lösung. 4. Bedenken Sie, dass Metall und Flüssigkeiten die NFC-Verbindung beeinträchtigen können. Vermeiden Sie daher, Ihre Karte auf eine Metalloberfläche zu klopfen und achten Sie auf Telefonhüllen aus Metall, die die Verbindung beeinträchtigen könnten. Hey, lass mich dir zeigen, wie man dieses coole Ding im wirklichen Leben nutzt. Wenn Sie ein iPhone besitzen, halten Sie die Karte einfach nahe an die Oberseite Ihres Telefons, wo sich die Kamera befindet. Auf der Karte blinkt ein Licht. Klicken Sie dann auf die angezeigte Benachrichtigung und die Kontaktinformationen werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Wischen Sie einfach nach unten, klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen und klicken Sie dann auf Fertig. Boom, du bist fertig! Überprüfen Sie in Ihrer Kontakte ab, ob es funktioniert hat. Wenn Sie also ein Android-Benutzer sind, gehen Sie wie folgt vor. Zuerst müssen Sie die Karte in die Nähe Ihres Telefons bringen und prüfen, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet. Wählen Sie einfach das Konto aus, in dem Sie den Kontakt speichern möchten. Anschließend importieren Sie einfach den Kontakt und prüfen, ob er sich in Ihrem Kommunikationsverzeichnis befindet. Beachten Sie, dass verschiedene Android-Telefone möglicherweise unterschiedliche Schritte ausführen. Das ist jedoch nur ein Beispiel. Ich hoffe jedenfalls, dass dies hilft. Hey, wussten Sie, dass Sie mit unserer Lösung Ihre Kontaktinformationen mit einem QR-Code teilen können? Es ist perfekt für Mobiltelefone, die keine NFC-Funktion haben. Stellen Sie einfach sicher, dass die Person, mit der Sie etwas teilen, über eine Funktion zum Scannen von QR-Codes auf Ihrem Telefon verfügt. Andernfalls muss sie möglicherweise eine App dafür herunterladen. Möchten Sie wissen, wie Sie Ihren QR-Code auf Ihrem Telefon vorbereiten können? Es ist einfach. Speichern Sie zunächst Ihr App-Profil als Verknüpfung. Klicken Sie für iPhone-Benutzer auf die Schaltfläche Teilen und für Android-Benutzer auf das Symbol Mehr und dann auf Zum Startbildschirm hinzufügen. Wenn Sie dann Ihren QR-Code teilen müssen, klicken Sie einfach auf die Verknüpfung.
Wenn Sie den QR-Code Ihres App-Profils speichern müssen, ist das ganz einfach. Gehen Sie einfach zu Ihrer App-Profilseite und klicken Sie auf die Registerkarte Kontakt auf der linken Seite der Menüleiste, es ist die dritte unten. Anschließend nutzen Sie die Screenshot-Funktion, um den QR-Code als Bild zu speichern. Sie können es als Backup in Ihrem Fotoalbum aufbewahren, falls Sie Ihre NFC-Smartcards verlieren. Dies funktioniert sowohl für Android als auch für iPhone-Benutzer. Oh, und hier ist ein Tipp. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Ihre Kontaktinformationen aktualisieren, den neuesten QR-Code von Ihrer App-Profilseite herunterladen. Auf diese Weise verfügt Ihr QR-Code immer über die aktuellsten Informationen. Ziemlich cool, oder? Abschließend haben wir hier 5 Tipps, die Ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein und einen reibungslosen Kontaktaustausch zu ermöglichen. Das Wichtigste: Lassen Sie sich nicht ohne Ihre Visitenkarten erwischen. Stellen Sie sich vor, Sie sagen, ich habe sie im Büro vergessen, wenn ein Kunde nach einer Visitenkarte fragt. Das wäre ein Totalausfall. Welche andere Ausrede hätten Sie? Sie haben nur eine Karte bei sich, und wir empfehlen Ihnen, diese einfach in Ihrem Portemonnaie oder Ihrem üblichen Visitenkartenetui aufzubewahren. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, Ihr App-Profil auf Ihrem Telefon zu speichern, damit Sie einen QR-Code als Backup haben, auch wenn Sie Ihre Karte nicht bei sich haben. Als nächstes müssen Sie Ihre Karte in Topfform halten. Es ist schließlich ein Spiegelbild von dir. Wenn außerdem die Antenne oder der Chip im Inneren beschädigt wird, funktioniert die Karte möglicherweise überhaupt nicht mehr. Bewahren Sie es in einem Visitenkartenetui und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt auf, damit es makellos bleibt. Oh, und vergessen Sie nicht, auf das Licht auf der Karte zu achten. Sie müssen es blinken sehen, um sicherzustellen, dass Sie eine erfolgreiche Verbindung herstellen, wenn Sie auf dem Telefon einer anderen Person darauf tippen. Seien Sie zu guter Letzt beim Kartenaustausch natürlich. Schieben Sie es niemandem ins Gesicht. Das kann aufdringlich wirken. Warten Sie stattdessen auf einen natürlichen Moment im Gespräch und bieten Sie Ihre Karte auf eine Weise an, die für Sie beide angenehm ist. Wenn Sie jemandem Ihre Karte geben, teilen Sie ihm unbedingt mit, was Sie ihm geben. Es kann sich um einen Link zu Ihren sozialen Medien, Ihrer Website oder anderen Informationen handeln. Erklären Sie einfach, warum Sie es ihnen geben, damit Sie nicht verwirrt werden. Und vergessen Sie nicht, sie einzuladen, sich an uns zu wenden, wenn Sie Fragen haben oder mehr über Ihre Dienstleistungen erfahren möchten. Da haben Sie es also. Mit unserer smarten Visitenkarte gestalten Sie das Networking gleich viel entspannter und angenehmer. Danke fürs Zuhören und viel Spaß da draußen.